Sie haben sich einiges vorgenommen. Schreinermeister Michael Föhr und Vater Siegfried aus Bernbeuren. Die beiden sind heute in der Nähe von Schongau unterwegs und nehmen viel Spezialwerkzeug mit. Denn sie wollen eine bereits gefällte, mächtige Esche aufschneiden. Michael Föhr hat sie vor einer Woche gekauft. Den haben wir gestern schon ein bisschen zugeschnitten. Aber dennoch wissen Sie noch nicht, was Sie erwartet? Nein, wissen wir noch nicht. Das ist Brett für Brett. Wenn man heute runterschneiden, kann Brett für Brett was anderes rauskommen. Das eine Brett ist super gut, das andere kann Brennholz sein. Wenn das Holz gut ist, dann wird Michael Föhr aus der Esche auch einmal solche Tischplatten machen. Von der Esche hat ihnen ein Bekannter erzählt. Und hier liegt sie. Der 160 Jahre alte Baum gehörte Georg Müller. Er musste sie leider fällen. Ja, weil ich ihn weg da hab, wegen dem Alter. In vielen Jahrzehnten hat die Zeit ihre Spuren am Baum hinterlassen. Auch die Familie Müller. Sie hat mit Nägeln einst einen Zaun befestigt. Und diese Metallstücke könnten jetzt zum Problem für die Motorsäge werden. Genau. Den schneidet die Kette durch, aber danach schneidet sie halt nicht mehr. Ja, gefährlich ist es auf jeden Fall. Wenn der Kette mal reißt, dann braucht man Schnittschutzhose, Helm und Schutz. 8 cm dicke Bretter herausschneiden. In den Maßen 1,50 x 3 Meter. An die 10 Minuten dauert das jeweils. Geschafft. Sind wir noch gut rausgekommen. Trotzdem Nagel am Anfang. Ganz am Anfang haben wir einen Nagel erwischt. Das hat man gemerkt, wenn es ein bisschen einen Schlag gibt. Aber zum Glück hat sie noch gut weitergeschnitten. Genau, da sieht man es. Da war ein Nagel drin. Zwar nicht mehr viel, deswegen hat sie nur gut geschnitten, aber es war auf jeden Fall was drin. Kommt vielleicht doch die böse Überraschung? Michael Föhr sieht erst jetzt, wie es um die Holzqualität des Baumes steht. Also wie ist es? Sehr gut. Wirklich sehr gut, ja. Also mir gefällt er. Hier hat er noch ein bisschen einen Ast, aber das kann man dann später auskitten. Das macht einfach dann die Struktur von dem Tisch aus. In seiner Werkstatt in Bernbeuren. Michael Föhr legt Wert auf Nachhaltigkeit, verarbeitet bei diesen Tischplatten nur Holz von bereits gefällten, heimischen Bäumen. Das dahinter, das war eine Pappel, die ist aus dem Dorf, wo wir jetzt hier sind. Da hat man die umgeschnitten damals. Und da sind wir auch zufällig dran vorbeigefahren. Und dann haben wir den Bauer gefragt, was er mit dem macht. Dann hat er gesagt, ja, Brennholz halt. Und dann hat er gesagt, nee, komm, dann nehmen wir den bitte. Gell? Dann hat er uns den gegeben. Genau, und jetzt steht da eben ein Tisch. Zurück zur Esche. Jeder Schnitt eine Entdeckungsreise durch eine lange Baumgeschichte. Immer tiefer geht es in den Baum und das Holz wird immer schöner. Oder? Das einzige Manko, was er hat, ist hier in dem Bereich ein bisschen. Aber das ist minimalst und es hat einfach, ein großer Baum hat es einfach. Was ist das? Das ist eine leichte Faulstelle, aber es ist nur hartfaul, es ist nicht weichfaul, also man kann es verwenden. 4 Bretter haben sie jetzt im Gepäck. Sie werden gelagert, denn 2 Jahre muss das Holz trocknen. Erst dann kann Michael Föhr es weiterverarbeiten. Die über ein Jahrhundert alte Esche wird also weiterleben. Als ein Kunstwerk der Natur und des Schreinerhandwerks.